Iron Furnace. Ich brauch Eisen. Fuck. Ich brauch gerade noch Refined Iron. Ja, weißt du, was das Problem ist? Ich hab kein Eisen. Ich hab kein einziges Stück Eisen mehr. Komm mal zu mir in den Keller. Mann, Leute, in der nächsten Folge machen wir eine Höhlentour. So, ja, ich kann mal. Moment, ich mach's jetzt mal kurz so. Ich erlaub's mir jetzt mal kurz. Ja, okay. Ja, was? Also erstens, da hinten meine Sägemühle habe ich jetzt auch ein bisschen verbessert. Und alle Leitungen oben von der Kiste laufen jetzt bei mir komplett unterm Keller durch. Und, okay. Achso, jetzt muss ich dir wahrscheinlich direkt eine Treppe bauen, weil du sonst nicht hochkommst. Unter meinem Keller ist nämlich eine Höhle, die ich jetzt gleich plündern werde. Ja. Moment mal kurz. Scheiße, ich hab kein Refined Iron mehr. Hahaha, ist das geil. Ich folge dir aber bei dem Trant. Da schau mal meine Kohlevorräte, schau da mal rein. Ja, 64. Ja, das restliche ist in den Generatoren drin, damit dass ich hier meinen heizen kann. Ja. Ah, jetzt zieht sich das wieder, okay. Moment mal kurz, wie geht ich bitte? Moment mal kurz, was brauche ich dafür? Was da macht. Ich brauche so das Refined Iron, das ist alles nichts. Denn ich brauche nämlich noch eine Bedbox. Da in der Kiste, hier in dieser Kiste, ist eine Bedbox drin, die gehört schon mal dir. Oh, danke. Sachen für so. Razor. Oh, das ist aber lieb. Wieso ist das eigentlich eine Eisenkiste? Der hat nicht mehr Kapazität als die Holzkisten. Das ist die Kapazität von Doppelholzkiste. Und die kann ich noch upgraden auf Gold. Ah, stimmt, das ist eine Einserkiste. Ah, okay, ja, okay, gut, hat sich erledigt. Das ist eine Doppelholzkiste. Ja, ich weiß. Das habe ich jetzt und auch. Und die gesehen. Kann ich jederzeit auf Gold upgraden. Okay. Warte, also wieder hinten die Kisten. Ja, genau, also wie du. Und du siehst auch, was hier für ein Platz drinnen ist. Schau mal da in die Kiste dahinter. Ja. Wenn du Kabel brauchst, bedien dich. Wo hast du so viel bekommen? Durch den Raumi oder was? Nee, schau her, es gibt nämlich dieses nette Bauteil. Nennt sich Ignis Extruder. Ja. So, und das Ding kann genau. Braucht Lava und Wasser und kann genau drei Dinge: Kabel erstellen, Stein erstellen und Obsidian erstellen. Und Kabel macht das Ding unendlich. Ach so. Leute, wir brauchen mir auch. Leute, wir brauchen den auf jeden Fall auch. Deswegen habe ich so viel Kabel. Also wenn du Kabel brauchst, bediene ich jetzt erstmal. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen refined. Ich fange mal an mit dem. Ach, der geht ja eigentlich. Der Ignis. Der ist ja. Ach, hat sich mir ja voll bei falschen Ding, Ignis. Machine Frame. Ja, guck mal, der geht ja. Den haben wir dann auch bald, Leute. Weil ich brauche halt auch noch ein bisschen Cobblestone. Generell halt. Für die ganzen Bauten. Glass. Ja, den. Ah, wo habe ich das mal refined? Bin ich blöd. So, wie ging denn jetzt da Advanced? Der ist nämlich ein Stück schwieriger. Hier ready. Dann brauche ich Lapis und Glowstone. Ja, das Chapek frisst Glowstone. Ich so. Weiß. Also ein bisschen weiß ich auch, das Paket aber halt nicht alles. Das ist ein bisschen blöd. Hast du noch die Bedbox? Ja. Soll ich die mal dir geben? Weißt du mir bitte mal kurz her? Da oben. Ach, das sind auch noch Maschinen. So. Und was du da noch brauchen wirst, allerdings schaue ich dann noch, brauchst du dafür noch 4 Diamanten und 2 Obsidien, sind Longfall Boots. Ja. So. Und jetzt schau da mal in die Bedbox rein, was da schönes drinnen ist. Oh, ein Jetpack. Warte, ich. Und dafür. Schau, und ziehst du die Bedbox? Sie speichert mir nämlich hier schön Energie ab und ich kann das Bedpack Blitz aufladen. Ja, da gibt's ja auch diese ganz großen Bedbox mit 10 Millionen, glaube ich. Das ist ein MFSU. Ja, genau. Und mein nächstes Ziel ist nämlich ein Wasserkraftwerk. So, jetzt habe ich hier das Jetpack. Allerdings, wenn du jetzt mit dem Jetpack fliegst und du fliegst so hoch, gehst du drauf. Viel Spaß damit, das ist ein Geschenk des Hauses. Danke. Jetzt craftet ihr noch schnell den
Noch schnell in den Bergs. Was heißt, das heißt, wenn man zu hoch fliegt, geht man drauf? Ja, du musst allerdings dafür dann den, den Flug ein bisschen abfedern. Ich brauche dafür 3 Batterien. Ich hoffe, ich bekomme die Batterien noch in 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hier Cable und da Ready Redstone. 3 Stück, mehr sollten es ja nicht werden. Dann brauche ich 5-mal Holz. Und was brauchst du da noch? Ein Generator, ne? Ja, wobei, ja, ich habe halt schon dafür die RE-Batterie, habe ich für den Generator schon. Bring mir die bitte mal. Ach, danke. Bitte. Wie gehen dir gleich nochmal? 3 Refined und ein Iron. Refined habe ich, ich brauche jetzt noch eine Furnace. Weißt du eigentlich, wie man 60 FPS Videos auf YouTube hochladen kann? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. So, jetzt hier da. Ach scheiße, dann war das. Dann brauche ich hierfür noch gar kein Refined, sondern normales Iron. Bin ich blöd. Iron Furnace. Wie, ja, Moment mal kurz. Genau. Batterie, Refined, Iron. So. Fliegen wir eben schnell zu dir rüber. Okay. Weil ich meine, ich gehe sowieso wieder auf eine Höhlentour, das heißt, ich werde sowieso jetzt wieder mal genügend Rohstoffe sammeln. Allerdings, was du noch brauchst, und das musst du dir selber craften, ist eine Wrench aus Bronze. Ah, sonst, okay. sonst kannst du die Maschine nicht mehr abbauen. Cable musst du theoretisch dabei haben, oder? Hast du irgendwo eine Werkbank? Ja, hier. Müssen so. Und das ist auch angenehm in Höhlen, wenn du ein Jetpack hast, wenn du dann schneller wieder raufkommst, wenn du irgendwo runterfällst. Ja. Hab ich. Wie ging es nochmal? Copper und Tin? Ja. Die gängigsten Rezepte kriege ich jetzt eh schon mittlerweile aus dem Kopf heraus. Ja. So, das Ding hier, schau her. Ja, mit dem kann man ja die ganzen Sachen abbauen. Kannst du ja. 1, 2, 3. Machen wir noch eben schnell 6. Dann tue ich gleich mal hier in die Kiste, in die Technik- und Redstone-Kiste. Ja. Aber eigentlich muss es in die wo willst du generell. Und du brauchst. Nimm mal Kohle mit. So viel Kohle wie möglich. Ja, 1,5 Stacks. Wo soll ich das Zeug hinbauen? Was hast du tatsächlich in der Hand? Den Generator, oder? Generator und die Badbox. Ja, dann. Da warte, dann komm mal mit. Also, das sind ja. Ich glaube, hier ist der Ticket drauf. Ja, in diesen unglaublich vollen leeren Ticketraum. Ich weiß, der ist noch zu klein. Ja, aber halt einfach hier in die Ecke oder so. So, dann kommt jetzt hier die. Schmeiß mal kurz Kohle rein, bitte. Müsste theoretisch so auch gehen. Ja. Bingo, siehst du, das Ding füllt sich. So, und jetzt bekommst du mir jetzt hier noch ein paar Cable. Dann kannst du jetzt hier noch ein paar Maschinen anschließen, wenn du willst. Ah, okay. Und die kannst du einfach so abbauen. Das ist praktisch hier für kurze Strecken, dann kannst du hier die Copper-Cable hernehmen. Das ist ganz praktisch. Ja. 10 Copper-Cable bekommst du jetzt auch noch für mir mit dazu. Das ist ein volles Paket hier, ey. So. Ich gebe mich jetzt ein bisschen auf Dach, dass mich mein Jetpack wieder auflädt. Denn schau mal her, und Sachen brauche ich wieder. Was ich alles habe. Hier, hier und hier. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, Solarhelm, das ist eigentlich ganz praktisch fürs Jetpack. Es gibt noch einen Helm und der braucht. Und es ist der teuerste Helm hier im Game. High Voltage Solar Helmet. Der lädt irre schnell auf, kostet allerdings die meisten Materialien. Okay. Wo ist mein Helm? Ach so, hier. Schon. Ja, dann habe ich heimlich geklaut. Nee, das ist nämlich ganz praktisch. Vielleicht merkst du es ja nicht. Das ist nämlich ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel jetzt hier irgendwo an was arbeite, müsste ich theoretisch dazu auch aufladen, oder?
Nee, nur wenn ich es anhab, schade. Wenn ich jetzt hier irgendwo arbeite, zum Beispiel baue ich irgendwo was ab oder so, dann bewege ich mich ja nicht mit dem Jetpack und kann so, ja. Aber wenn du jetzt fliegst, also verbrauchst du schneller, als du auflädst? Oder hast du eine Endlosquelle bei Tag? Ich verbrauche schneller, als ich das Ding auflädt. Okay, schade. Und dann gehen wir kurz auf Optionen. Ja. Steuerung. Ja. Und da gibt's, wenn du ganz runterscrollst, gibt's eine Funktion, nennt sich Mode Switch Key. Ja. Drück, leg die Taste mit F fest. F wie Friedrich. Okay. Ja, habe ich, So, und jetzt fliegen wir mit Jetpack und drück F. Was macht denn das? Warte mal. Ich gehe mal über Wasser, bevor ich einen Scheiß baue. Du müsstest stehen, Hover Mode enabled. Während du die Leertaste drückst, musst du F drücken. Ach, während der Leertaste? Ah, ja. Okay, ja, jetzt geht's. Und dann schwebst du nämlich, das heißt, dann kannst du auch keinen Fallschaden nehmen. Du schwebst ganz gemütlich dahin, die Energie verbraucht sich kontinuierlich, also sprich der Speicher vom Jetpack, aber du schwebst und nimmst so auch keinen Fallschaden. Mach das ja, langsam über Land. Aber man fällt ja runter dann langsam, ne? So. Du fällst langsam runter, aber du dürftest theoretisch keinen Schaden nehmen. Nö. Siehst du? Das ist praktisch. Ja, wie gesagt, und die Badbox brauchst du ja eben dann, wenn du das Jetpack nicht brauchst, über die Badbox und den Generator, Generator verbraucht halt eben Kohle. Und mein nächstes Ziel sind jetzt halt eben ein Wasserkraftwerk. Und wie ich das mache, muss ich nochmal nachsehen. Ich habe ja schon ein paar Tipps geholt. Und dann hat sich die ganze Sache. Ja, so Strom brauche ich auch noch. Wahrscheinlich gehe ich gleich auf ein Solarpanel dann. Solarpanel ist ein bisschen schwieriger zu craften, aber für den Anfang, 2-3 Solarpanel, dann hast du am Anfang schon mal ein bisschen Startenergie, bis du dich dahingehend ausgebaut hast mit dem Wasserkraftwerk. Und so wie ich das bauen will, muss ich 16 mal die Wassermühle craften, dass ich 32 Stück habe, sodass ich dann einigermaßen gute Stromversorgung hinbekomme. Und oben aufs Dach von dem Ganzen, das ganze Dach mache ich dann aus Solarpanel, wodurch ich nochmal zusätzliche Stromgewinnungen habe. Speichere mir dann die Energie, also mit einem Zwischenspeicher mit einer Badbox, denn in die Badbox kann ich nämlich laden und kann dann ich muss dann mit zwei verschiedenen Kabel arbeiten. Und mein Adapter dazwischen und auch mein Energiespeicher ist die Badbox. Schau, dass das Ganze dann direkt ins Haus oder ins Keller oder in den Keller reinbekomme, dass ich dann so zum Beispiel auch meine Induction Furnace permanent betreiben kann, weil der Induction Furnace, es hat einen Vorteil, wenn ich da den Schalter umlege, baut sich Hitze auf. Ist der auf 100% oben? Ist der auf 100% oben? Moment, ich muss mal kurz in den Game Mode, dann kann ich dir nämlich zeigen, was ich jetzt meine. Ja. Komm mal kurz her zu mir. So, ich brauche einmal kurz das HV Solar Panel. High Voltage, dann brauche ich mal kurz eine Badbox dazwischen. So, der nächste Schritt nach der Badbox sind, Moment mal kurz, ich brauche dazu die Glasfaserkabel und... Hast du ein Kopfkabel eingesteckt? Nö, warte, ich hole kurz. Dann brauche ich einen Lever dazu. Und dann brauche ich noch den Induction. Weil normalerweise müsste das jetzt ja gehen, ohne dass jetzt was in die Luft fliegt. So. Ja. Oh fuck. Das hat gut funktioniert. Funktioniert so die. Okay, funktioniert sehr gut. Ich glaube, ich muss da. Moment, wo ist hier der MFS? Genau. Brauche ich den nämlich dazwischen. Dann kann ich jetzt nämlich... Siehst du, wie schnell sich das Ding jetzt auflädt? Ja, was heißt das hier? Ach, das ist so ein Solarpanel. Fuck, die haben ja gar keine Textur. Das muss ja... Das ist ein High Voltage. Das ist das Stärkste, was es gibt. Ja. Und du siehst, wie schnell sich das Ding jetzt hier auflädt. So, gib mal... So. Jetzt
muss ich nämlich, wenn ich es jetzt richtig mache, dahin fahren. Alter, und was dann mit den Kabeln auf? Du weißt ja, du, also ja gut, du hast sowieso die stärksten. Wenn ich jetzt die MFSU dazwischen schalte, kann mir nichts gesprengt werden. So, jetzt müsste ich normalerweise das Ding jetzt hier anheizen können. Oder auch nicht. Okay, irgendwas läuft da gerade schief. Ach so, hier ist der Ausgang. Es müsste doch normalerweise funktionieren. Oder ja, auch nicht. Das funktioniert es super. Funktioniert grandios, ich bin gerade begeistert. Das heißt, ich muss mal kurz, gibt's ja einen Transformer. Transformer, der Film. Ja. LV, HV Transformer. HIV. Mhm, so ungefähr. So. Müsste ich jedoch theoretisch das Ganze runterdrosseln können. Bingo. Immer wieder Premium hier. Ich bin gerade überfragt. Gibt's eigentlich auch einen? Jetzt haben wir kurz das Ding dazwischen, das Copper Cable hier. Tag 74. Andere Idee. Man nehme ein normales Solarpanel, dann müsste es ja gehen. Ups. Die Pannenshow. Ja, jetzt geht's. Schau da mal rein. Aua. Ja, bei mir versucht sich gar nichts. Ah doch, jetzt Heat 1. Ja, jetzt baut sich nämlich hier langsam die Hitze da drin auf. Das ja, Ding der baut. Blitz füllt sich. Und deswegen auch der Schalter, weil wenn das hier einmal Hitze aufgebaut hat auf 100%, brennst dir die ganzen Sachen im Sekundentakt durch. Und auch der Maserator, der macht ja nichts anderes, als wie das jetzt hier, Moment, das gehört nicht mir, die Erde bei mir und das kann alles weg, weil der Rest ercheatet war, so. Und der Maserator, der verdoppelt mir meine Sachen, ich habe ja schon einen. Und über den Induction Furnace kann ich im Endeffekt dann Produktion sogar nochmal erhöhen. Okay. Aber ich muss mich mit der ganzen Technik noch weiter auseinandersetzen. Und ich hätte mir gedacht, die Rubberbäume hier, die ich hier habe, reiße ich alle ab und ja, baue dann. Weil das geht so nicht mehr. Nee, und ich werde dann hier in etwa das Wasserkraftwerk hinsetzen. Hier in etwa. Okay. Ja, hätte ich mir dann so gedacht. Leg dann die Leitung nach unten hin. Ich muss dann noch schauen, welche Leitung ich dafür brauche. Und vor allem ist es wichtig bei einem Wasserkraftwerk, dass das Wasser von oben herabfließt. Und vor allem wird man dann auch die Leitung dann auch so legen, dass ich oben noch Solarpanel setzen kann, um bei Tag sogar noch etwas mehr Energie zu gewinnen. Weil dann kann ich mich zum Beispiel einen MFSU bedienen, wenn der einmal voll ist. Kann ich die komplette Quantum-Rüstung aufladen. Und das geht nur über MFSU. Okay. Ja gut, Amato, ich bin schon bei 40 Minuten bei der Folge. Ich glaube, das cutte ich mal heimlich in zwei Teile. Ja, wie gesagt, ich kenne mich halt langsam immer mehr mit der ganzen Technik aus. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Merkt man überhaupt nicht, oder? Nee. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge wieder, vielleicht mit Yamato, vielleicht ohne Yamato, wie auch immer, Donnerstag oder Freitag, mal gucken, wie es cutte. Bis dahin, haut rein, mach's gut, ciao! Tschüss!